noch dauern. Währenddessen sehen wir jetzt wieder die Gäste, die, ja, wenn sie gefährlich werden, und das häuft sich, das immer über rechts tun und Ossipidis mit der Hereingabe auf Royal Dominik Fennell. Hier sehen wir es, zweiter Ball, keine gute Absicherung da von Thermann, der nicht rechtzeitig rauskommt, und Fennell köpft den Zentimeter. Trainiert, konnte sich nie zeigen, macht hier bis jetzt aber wirklich ein gutes Spiel. So, und jetzt Grüttner hat Platz für die Flanke. Eigentlich ist er derjenige, der die Dinger da in der Mitte abnimmt. So, und gleich nochmal im zweiten Versuch auf Salz, und jetzt ist er drin. Dominik Salz erzielt das 1:0 in der 37. Minute mit der ersten richtig dicken Chance. Grüttner mit der Flanke. 34. Oben ist. Und jetzt die Riesenchance aus dem Nichts für Marcel Sögler. Boah. Ja, hier kleines Missverständnis. Dann kommt die Kugel raus zu Rinaldi und er bringt ihn mit viel Schnitt vors Tor, wo Sögler völlig frei ist. Und aus 6-7 Meter Torentfernung darf er den auch gerne mal machen. Ja, und das ist eine klasse Entfernung für Thermann. Der kann es mit rechts, auch Sögler hat einen starken rechten Fuß, kann es aber auch mit links, unsere Nummer 8. Thermann macht's, und Thermann macht's nicht schlecht. Den dreht er schön um die Mauer rum. Positionsgetreuer Wechsel, also Renner, einer für den rechten Flügel, hat sich eine Serie jetzt ja so ein bisschen auch hinfallen lassen. Renner mit da. Ja! Da ist der Ball drin. Und Marco Grüttner macht sein 15. Saisontor, 2:0. Ja. Gerade habe ich noch im Lebenslauf von Michael Renner rumgewühlt und dann machen die hier ein wunderschönes Tor. 73. Spielminute, der SV Freiburg erhöht auf 2:0.